Nach dem überraschenden Tod von Comedian und Schauspieler Mirko Nonchev steht die Polizei vor einem Rätsel. Der Comedian wurde mit nur 52 Jahren tot in seiner Wohnung in Berlin aufgefunden. Laut ersten Erkenntnissen sei am Freitag, dem 3. Dezember gegen 17 Uhr ein Notruf bei der Feuerwehr eingegangen. Die Tür zu seiner Wohnung musste aufgebrochen werden. In der Wohnung sei dann die Leiche von Nonchev gefunden worden. Die Polizei leitete daraufhin offenbar ein Ermittlungsverfahren ein. Doch es liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder Suizid vor. Nun soll eine Obduktion die Todesursache des 52-Jährigen klären. Nonchev wurde durch die Kultshow RTL Samstagnacht bekannt. Zuletzt stand er für die Comedy-Sendung LOL – Last One Laughing vor der Kamera. Viele seiner KollegInnen und FreundInnen bekundeten öffentlich ihr Beileid.